und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr da seid. Heute habt ihr gesehen, was wir machen. Genau, wir werden was Feines backen. Okay, ich versuche das immer so, dass es eine Abwechslung gibt. Mal salzige Sachen, mal süße. Außerdem wollte ich noch sagen, ich habe auf meinem Kanal uralte Videos. Die sind zwar schrecklich von der Aufnahme her, aber es gibt durchaus auch einige Salate, Frühstücksideen, gesunde, ja, und Suppen, falls ihr das irgendwie vermisst in letzter Zeit. Okay. Wie immer werde ich euch zeigen, was ich dafür vorbereitet habe. Ja, ihr wisst, was zu tun ist. Macht es euch gemütlich. Nehmt euch was Schönes zu trinken und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Wie ihr gesehen habt, machen wir heute einen schnellen und leckeren Strudel. Diese Erfindung ist für meine Freundin Claudi, ja, weil sie liebt Baileys, sie liebt Nutella und sie liebt Haselnüsse. Also, Inspiration ist, ich habe hier gemahlene Haselnüsse, wie gesagt, genommen. Ihr könnt genauso dafür Walnüsse oder Mandeln nehmen. Baileys und Mandeln passt auch sehr gut zusammen. Ja? Zack, zack, geht schnell. Okay. Wo ist es? Ah, versteckt. Heute habe ich es ein wenig versteckt. Gut. Wir können starten. Hier habe ich heute 6 Esslöffel Zucker. Ah ja. Und was ist das? Was ist das? Was denn wohl? Hefe. Sonst kommt es nicht gut, oder? Okay, 42 Gramm frischer Hefe. Extra. Tipptopp. Hier 100 ml lauwarmes Wasser. Ah ja. Dann habe ich hier ein Päckchen Vanillezucker. Das kann man auch von vornherein rein tun. Zucker, Zucker, oder? Okay. Ich mache keine Werbung für Baileys, aber hier haben wir 80 Gramm Mehl. Zunächst. Was mischt sie denn heute schon wieder? Und ich möchte brav sein. Nicht so große Strudel machen, damit es euch daheim zu groß ist. Ja? Für mich ist das eine kleine Menge. Also, ich habe das extra wegen euch so gemacht. Gut. Den Vorgang kennt ihr schon inzwischen. Jawohl. Zudecken. 15 Minuten. Aufgehen lassen. Knapp 15 Minuten Sonne um. Jetzt schauen wir mal nach. Ah ja, tut sich was, tut sich was. 10, 15 Minuten waren es jetzt. Gell? Arbeitet schon. Gut, tipptopp. Dann machen wir weiter. Prise Salz. 50 Gramm flüssiger Butter. Wenn ihr den Teig vegan haben wollt, dann 50 Gramm pflanzliche Margarine hier rein tun. Okay? Optional 5 Esslöffel Öl. Jetzt kommt der Einsatz. 3 Schnapsgläser Baileys. Das ist wirklich Baileys. Jetzt habe ich hier, wie angekündigt, 100 Gramm gemahlene Haselnüsse. Optional gemahlene Mandeln oder gemahlene Walnüsse. Je nachdem, was ihr so für Vorlieben habt. Schlussendlich Mehl
peu à peu hinzufügen. Ich habe gerade 100 Gramm Mehl reingetan. Gell? Und am Anfang hatten wir 80 Gramm. Bedeutet, Stand der Dinge, wir haben jetzt 180 Gramm an Mehl drin. Weitere 100 Gramm Mehl. Ja? Habe ich vorbereitet. Ich hoffe, das wird schon so passen. Schauen wir mal. Alles mit dem Löffel, gell? Das riecht so fein. Claudi? Ich glaube, da freist dich. Sie weiß es noch gar nicht. Das ist elegante Art und Weise, einen schönen Teig zu machen. Mit einem Löffel. Schön. Na? Schön. Den werden wir jetzt für eine halbe Stunde aufgehen lassen. Ja, halbe Stunde. Knapp 30 Minuten sind rum. Okay. Fein. Gut? Reicht schon. Okay. Dann sind wir fast fertig. Fast. Gut. Etwas Mehl auf die Arbeitsfläche. Den Teig herausnehmen. Ihr seht's, gell, was passiert, wenn hier die Sonne reinscheint. Da sieht man fast gar nichts. Und einfach so ein wenig mit den Händen auseinander dehnen. Ja? Das ist weich, da braucht man kein Nudelholz. Erstens und zweitens diesen Teig jetzt nicht nochmals durchkneten. Braucht man nicht. Gell? Ich zeige euch die einfache Variante. Nicht zu lang, gell? Das sind vielleicht 20 cm mal 40. 20 mal 40, ja? So schätzungsweise. Okay? Hier werdet ihr sehen, weshalb. So. Okay. Hier habe ich Nutella. 4 Esslöffel. Ich habe die jetzt die ganze Zeit draußen stehen gelassen. So ist die ein wenig flüssiger, oder? Und dann einfach hier drauf tun. Dann lässt sie sich auch einfacher verteilen. Das ist was Unkompliziertes, Schnelles. Ja. Okay. Und dann die gemahlenen Haselnüsse. Ihr nehmt da, was ihr gerne habt. Mandeln, Walnüsse. Dafür würde ich einfache Auflaufform nehmen. 50 Gramm Butter, weil ich nehme hier kein Backpapier. Okay. Und jetzt einfach zusammenrollen. So einfach kann das sein. Wichtig ist, das wisst ihr schon, dass der Rand unten ist. Okay? Nehmen. Reintun. Weil ich habe für meine Verhältnisse kleinere Menge heute gemacht. Ja? Und dann kann man so ein bisschen, wenn man will, Butter oben drauf tun. Wie schön weich. Die ist auch draußen gewesen. Ist draußen gsi. Kleebutter. Okay, das da. Das verstecke ich. Ja, muss jetzt nicht unbedingt sofort rauslaufen. Klar, ich hätte hierfür jetzt eine Pinsel verwenden können. Ich denke, ihr macht es auch manche Sachen daheim mit den Fingern. Muss man jetzt hier nichts irgendwie
spülen. Gut. Und das hier lassen wir nochmals für eine halbe Stunde stehen. Okay? Einfach so. Ofen jetzt anmachen und maximal vorheizen. Mhm. So, der Strudel ist aufgegangen, mein Ofen war belegt. Okay, statt 30 Minuten, 60 Minuten hat es gebraucht und das schadet ihm nicht. Gau? Jetzt backen wir den erstmal auf 200 Grad und dann reduzieren. Immer wieder machen, immer wieder machen. Brav, 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 brav. Naja, naja, naja. Shishi. 150 Gramm flüssiger Butter auf den gebackenen Strudel drauf. Mhm. 30 Minuten gebacken, 10 Minuten auf 200 Grad, 10 Minuten auf 180 und die letzten 10 Minuten auf 150 Grad. Musik ist noch an. Mach nicht. Meine Kinder und Kinder anderen Müttern backen Plätzchen. Ruhe. Und den lassen wir jetzt wegen abkühlen. Ihr habt es gesehen. Ja, sie. Schön weich. Ja? Schön weich. Hm. Riecht fantastisch. Ja? Viele Haselnüsse drinnen. Schoki. Und Willis. Mhm. Ganz weich. Mhm. Wenn der Wein abgekühlt ist, dann wird man die Schnittstelle natürlich viel schöner sehen. Mhm. Also, habt ein bisschen miterlebt, was hier los ist. Mhm. So schaut es bei mir manchmal aus. Und das hier ausprobieren. Wer das vegan braucht, wie gesagt, statt normale Butter. Einfach pflanzliche Margarine nehmen und Schokoaufstrich. Art Nutella gibt es inzwischen auch vegan. Mhm. Oder ihr könnt was anderes dafür nehmen. Mhm. Jetzt müsst ihr auch probieren, gell? Ja. Hm? Hm? Zu wie viel Zeit ihr denn? Ich würde ja immer ein Immunologe. Vier Stück, vier Kinder. Jugendliche, das sind keine Kinder. Also, probier. Ich muss beurteilen. Kurzli, hast du gut drin. Das ist Wasser hinterher. Du auch? Auch Kurzli. Warm oder weich? Mega. Schmeckt? Mhm. Ja. Okay. Tipptopp. Das ist bestanden, oder? Das ist hier mies. Mm. Top. Ja? Da sieht man, wie weich das ist. Ja? Marco, schmeckst du den Freunden? Das schmeckt denen sehr gut, ja. Ja. Okay. Mir auch. Und der Claudi hoffentlich auch. Und euch? Wird es auch schmecken, wenn ihr das nachgemacht habt. Mhm. Also,
Däumchen hoch. Nachmachen. Mhm. Tipptopp. Dankeschön. Das ist Bekreiles Grüßen. Was die kleine Werkstatt da hinten alles herzaubern kann, oder? Ja. Ich hoffe, das gefällt euch. Falls ihr Zeit habt und Interesse, könnt ihr gerne die Playlist von Plätzchen anschauen oder einfach runterscrollen. Da gibt es viele Rezepte von Kuchen und süßen Sachen, vor allem Krapfen oder Fastnachtsgebäck, solche Sachen sind auch dabei, auf jeden Fall, oder Churros? Gut, das sind zwar uralte Videos, furchtbar, Aufnahmen, aber ich denke, darauf kommt es nicht an. Das Rezept ist wichtig und dass es auch etwas taugt. Vielen herzlichen Dank, dass ihr da wart, für eure Zeit. Vielen herzlichen Dank für das Zuschauen. Liken, teilen, kommentieren, abonnieren. Vielen, vielen herzlichen Dank. Bis zum nächsten Mal. Wer weiß, was ich mir wieder einfallen lasse. Oder ihr könnt mir auch was vorschlagen. Okay, gut. Dann bis zum nächsten Mal. Hab euch lieb. Ciao, Baba.